Die Anaconda. Im Urwald war die Anaconda bekannt als Riesenhypochonda. Mal war es ein Stechen in der Brust, dann Blasenschwäche, Hörverlust, mal Hitze, Wallung, Juckreiz auch, dann dieses Ziehen im Unterbauch. Mit Ärzten tat sie sich verscherzen durch Klagen über Gliederschmerzen. Auch ihr Mutmaßen über Gicht beflügelte ihr Ansehen nicht. Zudem erlag es der Illusion von erektiler Dysfunktion, was ausgeschlossen ganz und gar, weil sie genetisch weiblich war. Als eines Tages sie verstarb, kaum jemand kam zu ihrem Grab, denn alle stimmten überein, den Tod, ach, bildet sie sich ein.